So, heute gibt es Neues angespielt, und zwar von Enflife. Ich wurde schon vor ein paar Tagen, reicht glaube ich nicht mehr, vor ein paar Wochen eigentlich schon mal darauf hingewiesen, dass dieses Server ganz cool sein soll. Und ich habe jetzt glaube ich gerade nicht mehr den Kommentar offen. Ich weiß gerade genau nicht mehr, wer es empfohlen hat. Warte mal, vielleicht finde ich das Ganze mal ganz schnell. MK5315. Genau, also spielt er 2 bis 3 Jahren dort. Nee, sorry, hoppla. Nach 2 bis 3 Jahren Live-Pause spielt er dort. wann das Server online ging, weiß ich jetzt gerade nicht. Breezes hier? Ernsthaft? Wait, ist das... Okay, ich bin verwirrt. Level 66? Ja, ich bin definitiv verwirrt. Okay, das der Kommentator sagt, das Server ist definitiv alleine mit deinem... Alleine mit deinem Konzept. Mit seinem Konzept, glaube ich. Ich mag diese ganz neue aktuelle Custom-Zeug nicht, gar nicht meins. Ich versuche das gerade ein bisschen berichtigen, glaube ich, was ich sagen wollte. Enflife hat alles, was man braucht, fehlen nur die Spieler. Also ich muss sagen, Spielerzahlen sehen nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt aktuell 23.15 Uhr an einem Montag. Spielerzahlen sind nicht schlecht. Also hier stehen wir so 30 Spieler ungefähr, roundabout, mit Shops. Wait, warum saugen die hier? Saugen die den Dreck hier weg? Naja. Glass. Wait, warum ist das... Also ich muss sagen... Es sind so ein paar Dinge sehr ähnlich, die hier auch Mistralia hat. Beziehungsweise, es gibt sehr viele Dinge, die mich gerade so ein bisschen daran erinnern. Es ist halt quasi eine abgespeckte Version, wie es zumindest aktuell gerade scheint. Ich würde nicht sagen, dass es der gleiche Server ist oder die gleichen Files oder so. Wobei ich so sagen muss, die gleichen Files könnte schon sein. Ich weiß es nicht, aber ich sage es immer nur so. Es gibt halt schon so ein, zwei Dinge, wo ich mir gerade so denke, okay. So, Umhang. Pad haben wir. Übrigens, schon mal schön. Im Umhang, gut, ist optional. Aber einfach ein Sammelpad im Inventar zu haben, welches halt unendlich ist. Ich meine, es ist kein Front gegen andere Server oder so. Auf den meisten Servern kann man es relativ einfach erspielen. Aber es gibt eben auch Server, da hast du gefühlt einen Tag ein Pad. Und wenn du diesen einen Tag dann nicht irgendwie 60 Level machst und 20 Gigs killst, dann hast du kein Pad mehr. Und das auf einem Privatserver ist halt einfach... Das will man halt im Jahr 2024 nicht mehr. Deswegen cool, dass es hier ein Pad gibt, welches einfach halt permanent ist. Okay. Was haben wir hier? Wir haben dann einen übersichtlichen Shop. Hier gibt es Transies. Oh, da schaut jemand meine Videos, glaube ich. Ich glaube, da schaut jemand meine Videos. Ich predige seit... Weiß nicht. 20, 30 Jahren gefühlt. Party-Scrolls müssen günstig sein. Und hier Party-Scrolls 50k. Genauso muss man es einfach machen. Und auch mit dem Sammelpad, wo ich schon gesagt habe. Das macht einfach Sinn, weil... Ich sage es immer wieder, wenn ein Spieler quittet, dann kommt er nach, sagen wir mal, 4 Wochen wieder zurück. Hat Bock, okay, ich fange wieder an. Und merkt da, oh, Beats aus. Oh, Partyscrolls aus. Oh, was gibt's noch? Batterie für einen Sauger ist aus. Wirklich, du hast Punkt für Punkt für Punkt für Punkt, was alles abgelaufen ist. Dann brauchst du erstmal, auf vielen Servern brauchst du wirklich dann erstmal so 5 Perin, Möbel zum Beispiel auch noch, 5 Perin, um halt auch nur ansatzweise wieder auf den Stand zu kommen, wo du vorher warst. Und wenn man halt dann kein Geld dafür angespart hat, weil ich meine, wir planen schon dafür, dann steht man halt da, okay, keine Party, keine Partyscrolls, keine Beats. Und deswegen sage ich immer wieder, Partyscrolls müssen günstig sein, vor allem auf Servern, die keine Season haben oder keine Seasons haben, dann, ich meine, wie sollen die Spieler halt sonst wieder reinkommen? So 150k für Partyscrolls sind halt, glaube ich, machbar. Genau. Ja, als andere hier. Okay, Transy ITB ist ultra teuer. 45 Millionen. Lemon Change. Ich weiß nicht, was der Hintergrund zwischen 40 Mio für eine Element Change ist. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, irgendwie. Also, gerade, ich meine, gerade Element Change ist halt aus gutem Grund immer sehr günstig. Ich meine, man wechselt halt die ganze Zeit das Element, deswegen verstehe ich nicht. Und ich habe Fragen, ich habe ganz viele Fragen, ehrlich gesagt.
Hier gibt es irgendwas mit Coins. Was sind Coins? Ist das... Sind das CS-Items? Cash-Shop-Items? Vendors? Was sind Coins? Ich weiß es nicht, also... Also ich sehe keine Upgrade-Scrolls für Peña. Noch nicht zumindest. Scroll auf G-Protect und Scroll auf S-Protect. Mich würde halt echt interessieren, was das ist. Amplis. Möbel, okay. Also hier gibt's... Ich weiß nicht, was es ist, aber ist das... Boah, bitte sag jetzt nicht, dass das irgendwie... dass das Echtgeldwährung ist. Umhänge, alle Umhänge, glaube ich, oder fast alle Umhänge zumindest, was ich bisher gesehen habe. Für diese Coins. CS-Set. Genau, das ist ein Skins. Also Skins werden halt meistens für Echtgeld verkauft, deswegen... was gibt's hier sonst noch? Pet Energy, okay, okay. Oh, ist das teuer. Uff. Okay, ich habe ganz viele Fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Was gibt's hier sonst noch so? Hier gibt's kleine Möbel, finde ich gut. Drunken Gambler, nett gemacht übrigens. Beehive Fashion, mal schauen, was da noch alles drin ist. Okay, hier gibt's noch Umhänge, die sind... Ah, die ganz schwachen. Lass uns mal schon nachschauen, was hier auf der Website los ist. Ich blende jetzt nicht extra ein, das glaube ich, das ist nicht notwendig. Ich mache es mal nebenbei. Vote haben wir hier noch. Ah, steht schon. Also, wenn der Vote-Shop hier so implementiert ist. Sieht fast danach aus, als wäre das ja echt Geld. Shit. Wobei ich dazu sagen muss, also ich weiß natürlich nicht, ich habe, warte mal, hier Flares? Oh, wait, warte mal. Warum sind hier Protect-Rollen drauf? Warte mal, kann man die vielleicht droppen, oder? Wahrscheinlich, ich denke, die kann man droppen, oder? Wir leveln uns einfach mal nebenbei. Bevor ich jetzt hier irgendwie wieder voll eskaliere und sage so, oh, pay to win, würde ich sagen, leveln wir einfach mal. Hier gibt's, wo war's gerade? Shadow War? Genau, gibt's noch Scroll auf X-Protect. Ah, Sings Akko, nein. Zu oldschool für mich. okay, naja, hast du das Ding jetzt abgelassen? Ja. Warte mal, ist das Ding gerade zum Nicht-Akku geworden? Ach ne, das war der andere wahrscheinlich. Okay, ein Mob Level 3. Warte mal, wir haben laut Feature-Tab. Ach nee, verpiss dich doch. Gameplay. So, wir haben hier angeblich... Ach, die Website ist schlimm, die lädt ewig. Ja, oh, Leistung. Warum ist das Ding 120? Warum ist ein Event-Map 120? Du willst mich doch flachsen. Nein! Ich habe gerade was ganz Dummes gemacht. So, ich habe gerade alle Tabs geschlossen, die ich hatte. Ich wollte nur eine schließen, aber das ging gerade nicht. Okay. So, wir haben hier 10-fache XP. Wir haben... 10-fache XP kann nicht stimmen eigentlich. Also zumindest nach diesem Albert gerade. Ein Albert gibt normalerweise 14% circa. Wir haben jetzt mit einem Albert aber nicht 140% bekommen, beziehungsweise müssen wir weniger bekommen wegen Level 2, sondern wir haben Level 3 erreicht mit 16%. Das wären... Big Brain Moment. 30-fache Rates, oder? 30-fache Rates? Etwa 30, 35-fache XP Rates? Würde ich jetzt schon mal sagen, so etwa. Okay, ich habe viele Fragen. Was gibt's hier noch alles? Hier gibt es eine Premium-Scroll. Allstars plus 5 XP, 25%, Autoshout und Faster Upgrade. Finde ich toll als Upgrade, als Premium-Ding. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Autostat gibt es ja auch so implementiert. Wait, irgendwie ist dieser Server... Also ich sehe hier zufälligerweise Breeze auf dem Server. Und zufälligerweise sind hier die
also sehr viele Implementierungen exakt gleich wie auf dem Stralia. Sehr, sehr viele Sachen sind sehr ähnlich wie auf dem Stralia. Also nutzen hundertprozentig die gleichen Files, das kann ich schon mal sagen. Ob jetzt da exakt die gleiche Person dahinter steht, warte, muss ich den einfach mal anschreiben? Ich schreibe mal an. Wenn ich fragt, der gewinnt nicht oder so. Weiß nicht, was das für ein Sinn das macht, aber egal. Achso. Warum leckt es hier so? Holy moly, 250er Ping. Level Booster Box, okay. Alter, warum leckt es denn hier so? Alter, das leckt ja irre. Das ist ja brutal, wie das leckt. Weil, wait, liegt sie gerade an? Warte mal. Speedtest.net. Nee, das andere lädt super schnell eigentlich. Was sagt mein Ping bei Speedtest? 5er Ping. Ich habe 5 MS Ping. Das kann nicht sein. Okay, es liegt nicht am... Oh. Sind die vielleicht auch bei Contabo oder so? Ich weiß es nicht. Also irgendwas ist ein bisschen komisch. Also pingmäßig, naja. Okay, jetzt lass uns mal ganz kurz weiterreden. Also, die haben angeblich 10er XP Raids. Der eine Albert, weiß ich jetzt nicht. Er gab ein bisschen wenig. Die Mobs aktuell geben wieder, also hier würde ich die 10er XP Raids zumindest fast abkaufen. Ich sage mal, so fühlt sich auch an wie so 20er, 25er Raids vielleicht. Wir haben sogar eine Ampli an. Warte mal, stimmt. Nee. Ja, ich kann es nicht sagen. Also, der Anfang waren definitiv 30er Raids. Jetzt weiß ich es nicht genau. Hundertprozentig, genau, kann ich das jetzt gerade nicht beurteilen. Naja. Also, im 10er XP Raids, einer Pena Raids, einer Drop Raids. Das heißt, man farmt sich hier schon so ein bisschen mal einen ab. Partys gibt es schon mal einige, schon mal schön. Join Party. Power-Ups lasse ich immer noch aus vielleicht. Genau, Link ist für alle, das ist schon mal positiv. Genau, also Pet-Filter, machen wir kurz Quest-Items auf Save. Die haben auch das gleiche System hier, das gleiche Linksystem. Okay, Couple Raids sind X2. Party XP einfach, Pet XP zweifach. Ich muss sagen, Party XP einfach finde ich viel zu wenig, also unter 5-fach. Eigentlich braucht man sogar eher 10-fach. Alles andere ist halt schon echt viel zu wenig in meinen Augen. Greens, okay. Wir machen einfach mal. Machen wir einfach einen Mage. Warum bekomme ich 2 Fashion Sets? Exchange das Item. Ach so, okay. So macht man es hier. Boah, Flashbang, okay. Red Chip, ah ne, hier waren wir schon. Wo müssten wir hin? Ich hab's vergessen. Yuan oder Wien? Wo ist Yuan und wo ist Wien? Sind die hier? Nee. Da ist John, da ist Andy, da ist Marge. Collins, ja. Green, hier, da. Mage, 8 Greens. Okay. Stuff of Luina Lab. Mhm. Ele, here we go. Und dann haben wir noch hier. Ah ja, okay. 15er Set. Not bad. Bloß nicht verkaufen, sonst haben wir ein Problem. So, okay. 1, 2, 3, 4. Ich habe, glaube ich, noch nie ein 15er Set angehabt. Also schon 15er Set allgemein, aber noch nie so ein Mage-Set oder so. 10% HP. Das ist eigentlich echt gut irgendwie.
Jäger. Also die mir zumindest mit ein paar Items und so. Ach stopp, warte mal, wir brauchen das noch. Genau, System gibt es ja scheinbar nicht wirklich. Es gibt halt so ein paar Quality of Life Features, ja. Aber abgesehen davon, glaube ich, schaut es relativ mau aus. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Easter Egg 10.000. Lul, okay. Ein bisschen viel vielleicht. Aber gut. So, der 15 haben wir erreicht. Autoskill ist aktiv. Schön. Mal kurz rebuffen hier. Okay. Ja, Level Cap ist hier 121 Hero. Version ist V15 V6. V15 V6. Widerspricht sich jetzt so ein bisschen, wie ich finde. Also ich habe gehört, dass das Server eigentlich V6 wäre. Ja, kann sein. Aber so ganz hundertprozentig Sinn gibt es für mich jetzt gerade trotzdem nicht, ehrlich gesagt. Ha. Also entweder V15 oder V6. Also ich vermute mal, der ist wahrscheinlich technisch V15. Aber die aktivierten Features und alles ist wahrscheinlich V6. Ja, es macht auch Sinn eigentlich. Also das heißt, es ist kein echter, also kein... Warum gehen wir nicht nach St. Morning? Es ist kein echter V6-Server, es ist halt ein V15-Server mit deaktivierten Features. Wahrscheinlich schaut es ja aus. Genau, hier sehen wir es auch zum Beispiel. Bahara Desert. Ich weiß es gar nicht. War das schon... Ja doch, das, oder? V15. Gab es Bahara schon in V15? Wahrscheinlich schon, ja. Kann sein. Cashop Area, Darkratese gab schon in V15? Ernsthaft? Contaminated Recess Trail? What? Ophidian? Warte mal, die haben den gleichen Dungeon? Nee, die haben einfach nur die gleichen Files. Die haben einfach nur die gleichen Files. Ja, ja. Und auch hier dieser Dungeon ist er V21 oder so? V22? Nee, einfach 21, 20. Irgendwie sowas in der Art. Also den gibt es hier eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Wir haben sogar hier die Maps von den anderen Sachen hier. Sehr geil, by the way. Ja, okay. Also... Ich werde mal Priest fragen, ob er damit beteiligt ist oder so. Keine Ahnung. Ah, jetzt haben wir einen Abrotter gedroppt. Okay, das ist cool. Warte mal, das habe ich auch mal in einem Video vorgeschlagen, vor langer Zeit. Hey, wäre doch cool, wenn man irgendwie so die Schutzrollen halt irgendwie droppen könnte und so. Abrotter gedroppt? Wow, cool. Bei Gigs zum Beispiel. Ah, nein, nein, fuck. No. Bin ich schon verskillt. Fuck my life. Tja. So kann es laufen. Toll. Nice. Okay. So, gibt es sonst noch World Drops. Genau. Im Prinzip wird einfach alles ein bisschen erklärt, aber es gibt es relativ wenig zu erklären eigentlich. Es gibt auch nicht viele Features. Also, Flive-Systeme. Atta. Es gibt nichts. Daily Quests gibt. Gibt's. 700.000 Damage schon machen, das ist machbar. Guildfinder, Partyfinder, Petfilter, PvP-Ranking, Teleporter, F-Tool. Reicht, braucht man aber auch nicht mehr. Vollkommen ausreichend. Okay, warte, wir müssen hier noch ein bisschen was eingrenzen. Irgendwie so zum Beispiel, dann vielleicht... Uff. Weapons, glaube ich, will ich alle erstmal nicht, außer halt echte Greens, wenn die nachsortiert werden können. Mal schauen. Genau. Genau, Volcano Cave, was gibt's noch alles? In Volcano gibt's. Okay, alte Set-Effekte und so. Schön. Nicht Set-Effekte, alte Effekte. Einige sind allerdings ein bisschen modifiziert. Mhm. Archeo ist ein bisschen stark modifiziert. Okay.
Secret Meteor Cave, aha. Ja, hier ist definitiv einiges ein bisschen mehr modifiziert. Manches mehr, manches weniger. Ich muss sagen, es wirkt ganz nett. Wirkt echt ganz nett. Ich meine, klar, wir haben jetzt hier... Ja, hier mal Auto. Okay, also die haben definitiv die gleichen Files, das kann man sagen. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt mit diesem V6 hier. Also ja, okay, wir haben Level 121 Hero, ist Max-Level. Allerdings wurde das in V11? Nee, V. Ah, wann wurde V121 Hero eingeführt? Ich glaube V8 oder so. Nee, Akt 8. Ach, Akt 8 oder V8, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, so ein Dreh war es auf alle Fälle. Und auch natürlich, Aminos kam zum gleichen Zeitpunkt als das Maximallevel von 113 auf Hero angehoben wurde. Das heißt, es gab es gar nicht. Savage Wilds kam dazu, wann war das? V13, 14, 15? V15, glaube ich, war es. Dieser Dungeon ist V17. Also ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich dieses V6 bezieht irgendwie. Also ich würde halt sagen, es ist ein V17-Server. Wie halt jeder andere Server auch, also V15-Files mit V17-Content halt. Ordinary Outlaws Sword plus 1. Ich muss aber auch sagen, die Droprate. Oh, kein skalierbares Inventar. Das ist Punktabzug. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin gerade auch von dieser Droprate sehr... Also ich weiß es nicht, aber das fühlt sich alles gerade nicht so an, wie sie sich gerade bewerben. Also das sind keine... was haben wir hier? 1er Drop Rates? Wir haben 1er Rates für die Drops. Das fühlt sich nicht so an. Und auch die XP 10-fach ist das, glaube ich, echt nicht. Also ich meine, bei den XP bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also XP könnte hinkommen. Ja, natürlich, wenn man auch eine Amtliche hat, so, okay, sagen wir, XP könnte hinkommen. Aber die Droprate. Also. Droprate fühlt sich jetzt nicht so an, als wären das gerade 1er Raids. Wie gesagt, ich kann mich täuschen und so weiter, aber. Naja. Ich finde auch irgendwie, dass die Droprate von den anderen Teilen hier irgendwie ziemlich gut ist. Fast ein bisschen sehr gut, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sind die. Also wir haben jetzt schon 9 Rollen gedroppt. Jetzt lass mal ganz kurz mal nachschauen hier. Wir haben hier den Your Payment. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz nach, was diese Coins das sind. Hä, also... Ich bin so hart verwirrt. Also irgendwie, hier sind Rare Stuff, aber ich weiß nicht, was der macht. All Stats plus 3 oder wie? Ja. Farbweise ist nicht so gut, wie ich finde. Nee, also ich bin gerade ziemlich verwirrt, ehrlich gesagt. Also dieses Cash verstehe ich nicht, wofür das jetzt ist, wie man das verdient, woher man das bekommt. Also ich finde keine Option, das irgendwie zum Donaten. White Devil Shield, okay. Cooles Schild, was man drauf hat, das ist auch cool. Ja, woher bekommt man das Zeug? Verstehe ich nicht. Gibt es einen Ingame-Shop? Nee, nicht den Shop. Premium. Ja, okay, nehmen auch das gleiche Premium-Menü. What the fuck? Aber wo zur Hölle gibt es diesen Cash? Ja, dieses Cash-Zeug. Ich weiß nicht, was man hier macht. Also ich weiß nicht, wie man hier donatet. Ich weiß nicht, wie man das Cash verdient. Ich finde halt irgendwie auch immer, dass sehr viele Flyp-Server echt ziemlich schlecht im Erklären sind. Also hier, wie gesagt, ich habe keinen Schimmer, wie ich an dieses Cash komme.
Zum Beispiel, ich habe mich jetzt verskillt. Ich brauche einen Reskill oder Restart. Aber wie komme ich daran? Was muss ich jetzt machen, um an diese Cache zu kommen? Ja. Ich meine, Wiki. Na, das ist, es gibt ein Feature-Tab auf dem Discord. Auf dem. Was sind das? Systems? Party Skills? Party Mode? Nee, hier ist nichts. Gibt es hier irgendwo noch einen Tab, wo man. Changelog Events? Streaming? Media? Es gibt ja auch keine Guides oder so. Okay, warte mal, hier Website Guide. Wiki. Die haben einen Wiki. Nee, die haben nicht einen Wiki. Okay. Dungeons. Gibt es noch was unter dem Dungeons Tab? Vielleicht braucht man das Ding im. Weiß nicht, irgendwo. Okay, Level 30, jetzt können wir wieder Greens umtauschen. Hier steht aber auch nichts. Warte mal, es muss doch irgendwo eine Info sein. Wow. Wait. War dieser grüne Shop-Button gerade vorher auch schon da? Ich könnte schwören, der war nicht da. Ich könnte wirklich schwören, der war nicht da. War ich vielleicht nicht eingeloggt? Ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir 10 Coins, 10 Credits. 1000 Coins, 1000 Credits. Special Offer. Ach du Scheiße. 1000 Coins, 1000 Credits bei. Was passiert dann? Wie kriege ich die? Uff, okay. Also wir wissen auf alle Fälle, dass das hier wahrscheinlich echt Geld ist. Also zu 99,9%, weil das scheint es halt. Ich meine, lass uns mal kurz durchgehen hier. Was haben wir alles? Finde ich voll okay. Finde ich auch voll okay. Was haben wir hier? Umhänge sind die krass. 60 Coins, ich vermute mal 60 Coins sind 60 Cent, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Warte mal, nee, was sagt mir? Nee, 1000, oh Gott. Was war das kleinste Angebot? So, also jetzt bin ich dann wirklich endgültig verwirrt. So, einmal im Shop. Es gibt ein Angebot für 10 Coins, 10 Credits, 100 Coins, 100 Credits und 1000 Coins, 1000 Credits. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viel das die Credits da kosten oder wert sind. Ich vermute mal 1000 Credits sind wahrscheinlich, das größte Angebot ist wahrscheinlich 100 Euro. 100 Credits sind wahrscheinlich 10 Euro. Und schätze ich mal, kostet der Umhang 6 Euro. Ist nicht wenig, aber ist es auch nicht die Welt. Der kostet 80 Euro. Warum kostet es der 80 Euro? 8 Euro. Mhm. Okay, das ist krass. Der also, wenn meine Rechnung stimmt, wie gesagt, ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt eine reine Spekulation, was wir gerade machen. Dann wären das hier schon mal 25 Euro. Nicht ganz billig. Wenn es so ist, ja, wie gesagt, müsst ihr jetzt mit ein bisschen Dinge nehmen. Aber ja, es geht sich schon aus, würde ich mal sagen. Das sind dann wahrscheinlich dann auch 20 Euro rein, angenommen jetzt mal. 5% Attack ist allerdings nicht viel. Warte mal, was andere bringt. 5%, 15% HP, okay. Das andere bringt 15% EXP, ja. Geht so. So, was gibt es hier? Amplis. Also Amplis für Echtgeld, wenn man die halt nicht anders farmen kann. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich gehe immer stark davon aus. Also Amplis für Echtgeld finde ich halt echt immer ein bisschen mies irgendwie. Ich meine, vielleicht kann man die hier irgendwo auch droppen, weiß ich jetzt nicht genau. Man kann hier teilweise verschiedene Sachen droppen. Beatslot-Keys kann man zum Beispiel droppen, da können es aber unmöglich alles durchgehen. Also auf die Schnelle finde ich jetzt mal zumindest nichts. Wie gesagt, Amplis zu donaten, wenn es hier 1 Euro pro Ampli ist, das heißt 5 pro Stunde. Ja, finde ich nicht cool.
Allerdings 21 Hero Maximal Level ist halt jetzt nicht die Welt, von dem her ist es halt vielleicht okay, vielleicht machbar, vielleicht fair, weiß ich nicht. Zumindest nicht dramatisch. Inventory Bags braucht man auch immer, wenn das Ding jetzt 2,50 € sind. Muss das sein? Ich meine, dann hast du, ich meine, schau mal her. Ja, man hat hier, ich kann es nicht aufmachen nebenbei, geil. Man hat jetzt 2 Inventory Bags in Flive. Einer kostet 2,50 € für 2 Wochen. Einer für einen Monat kostet schon mal 5 Euro. 2 für einen Monat kosten 10 Euro. Wie gesagt, wenn die Rechnung stimmt. Aber ich kann es nicht nachschauen, weil das halt irgendwie verbuggt ist. Also weiß ich nicht. Die Website hat halt irgendwie... Ich mache Recent Mail. Okay, jetzt gibt es einen neuen Link. Vielleicht klappt es jetzt eher. Jetzt hat es geklappt. Shop. Credit. Jetzt kann man schauen. Crypto. PayPal. Stripe. Ich glaube, Stripe ist normalerweise das günstigste. Hier haben wir genau 100 Credits, 10 Euro. 250 Credits, 25 Euro, genau, 1000 Credits, 100 Euro. Wie ich es vermutet habe, okay. Also das finde ich halt, das finde ich halt schon ein bisschen frech irgendwie. Also ein Zehner für ein bisschen Inventarplatz jeden Monat, weiß ich nicht. Also finde ich nicht geil. Trancy... Halt eine Level Down für einen 10er, Level Down B für einen 5er. Ja, ein Reset für einen 5er, das sind halt auch viel Preise. Ich meine, ich habe mich jetzt hier zum Beispiel verstattert, also okay. Das heißt, ich zahle jetzt entweder, wie viel, 5 Euro? Oder ich mache einen neuen Charakter. Ist halt der Name weg. Ist halt kacke. So. Also ich verstehe natürlich, dass die schon ein bisschen Geld machen müssen und wollen und so. Habe ich Verständnis für, klar. Aber, also das kann irgendwie auch nicht so der Weg sein in meinen Augen. Ich meine, schau mal sehr an, 3 Euro, 3 Euro, 3 Euro, 3 Euro, 10 Euro, 8 Euro, 5 Euro, 10 Euro. Ey, das ist doch... Also jetzt mal im Ernst. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man sie noch anders kriegen kann. Vielleicht, ich meine, kann es sein, vielleicht kann man die droppen. Vielleicht kriegt man die auch sonst irgendwo getroppt. Wo auch immer, keine Ahnung. Aber ich meine, einmal schnell vor das Möbelset, bam, ein Fuffi oder so ist weg. Oder sonst 40 Euro oder so. Finde ich halt nicht geil. Sowas kann man machen, 2 Euro dafür. Ist halt okay. Was war die gerade? Okay. Ja. Ja. Also ich weiß nicht ganz, was ich vom Server halten soll. Es ist für mich ein bisschen, ich bin ein bisschen zwiegespalten irgendwie. Ich finde, einige Sachen sind ganz nett umgesetzt. Es sind auch einige Sachen, die ich schon vor langer Zeit angeprangert habe, wo ich gesagt habe, das wäre cool, wenn man es so und so macht. Andere Sachen hingegen sind allerdings so, dass ich mir denke, ist gar nicht cool gemacht. Ist einfach nichts. Ist einfach nicht, also hier das Shop-Zeug finde ich nicht gut umgesetzt. Die Droprate müsste man auch nochmal irgendwie ein bisschen überprüfen. Das scheint nicht ganz zu stimmen. Die XP-Rate weiß ich jetzt nicht. Was ist das hier? Ist das... Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich Cash oder so. Also halt echt Geld. Kein Plan. Wahrscheinlich. Ja, genau. Coins. Also ich denke, man könnte es irgendwie besser lösen, als so, wie es aktuell gelöst ist. Das kann jeder so drüber denken und hier spielen, wie er natürlich möchte. Das ist einfach alles mal so meine persönliche Meinung zum Ganzen. Also ja. Genau. Also sagt mir eure Meinung zum ganzen Thema, sagt mir eure Meinung zum Server. Ich muss sagen, er hat ein paar nette Ecken und so. Man kann ja, glaube ich, recht entspannt drauf spielen. Er ist nicht überladen mit Features und so. Alles top. Aber der Pay-to-Win-Aspekt hier, wenn das wirklich die einzige Art und Weise ist, wie man hier Sachen machen kann, wo bin ich denn jetzt? Also dann...
dann weiß ich nicht so recht. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.